Eigentlich wollte ich euch in diesem Video das nächste Level vom Planktonspiel präsentieren. Aber ich stoppe das Projekt hier und jetzt. Vielleicht wissen das viele schon, da gerade die Gaming-Welt brodelt. Zumindest für die Studios oder Indie-Entwickler, die ihre Spiele mit der Unity-Engine entwickeln. Übrigens, das Planktonspiel wird auch in dieser Engine erstellt. Vereinfacht gesagt bedeutet das, einer der beliebtesten Engines, das als recht einsteigerfreundlich galt, ohne große Ankündigung beschlossen hat, seine Preispolitik ab 2024 drastisch zu verändern. Wenn ihr genaueres wissen wollt, gebt einfach in irgendeiner Plattform Unity ein. Es gibt schon genug Videos zu diesem Thema. In diesem Video soll es aber eher darum gehen, wie die Zukunft meines Kanals und Projekten wie das Planktonspiel weitergehen soll. Um ehrlich zu sein, wollte ich das Spiel irgendwann fertiggestellt veröffentlichen, damit alle mit diesem Spiel ihren Spaß haben können. Was ich sicher sagen kann, dass ich das Projekt erstmal gestoppt habe, bis ich weiß, wie ich weiter vorgehe. Da das Spiel aber noch recht am Anfang ist, muss ich mir klar werden, ob ich es weiterentwickle. Aber nach dieser Aktion von Unity möchte ich das nicht unter deren Engine machen. Vielleicht wechsle ich zu Unreal Engine oder Godot und fange das Ganze von vorne an. Ihr merkt vielleicht, ich bin gerade recht stark frustriert und demotiviert. Ich werde mir in den nächsten Tagen reichlich die ganze Situation durch den Kopf gehen lassen. Ich wollte mich aber für den ganzen Support, den ich von euch in den letzten Monaten bekommen habe, bedanken. Und sage erstmal vielen Dank und hoffentlich bis bald. Euer Abi.